grüße euch. Paraguay Live. Wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute geht's ums Bauen. Grundsätzlich. Bleibt dran. Also vielen Dank nochmal für eure Fragen. Heute geht's ums Bauen. Ihr habt oft die Fragen gestellt, wie baut man denn in Paraguay? Tja, gute Frage. Es gibt natürlich 3 oder 4 Möglichkeiten. Erstmal natürlich die teuerste, auch die bequemste mit dem Architekten. Zweitens mit den Baukolonnen. Das heißt, man nimmt eine paraguayische Baukolonne mit einem Baumeister und lässt die euer Haus bauen. Und die dritte Möglichkeit natürlich, man krempelt die Arme um und fängt an, selber zu bauen. Ist vielleicht die billigste, aber auch meiner Ansicht nach auch die schlechteste Möglichkeit, wenn man vom Bauen nicht viel Ahnung hat. Also schaut euch jetzt das Projekt, was wir euch gerne in diesem Video vorstellen, okay? Eine wichtige Information dazu. Es handelt sich hierbei um ein Vario Cerrado, so genannt, also im Prinzip so eine geschlossene Siedlung. Also es geht um die Sicherheit. Also drumherum ist alles umgemauert mit einer relativ hohen Mauer. Und die Einfahrt ist im Prinzip immer kontrolliert. Das heißt also, man kommt da nicht rein ohne eine Kontrolle. Es sei denn, ihr als Eigentümer sagt, was machen wir, Müller? Als Wächter, bitte lass den Mann rein. Wir haben uns verabredet. Also kein Problem. Von daher, also ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass von der Seite der Sicherheit ist alles top in Ordnung. Ja? Wobei, wie gesagt, wir leben hier 18 Jahre in Paraguay und haben damit eigentlich keine Probleme. Aber für diejenigen, die noch mehr Sicherheit brauchen, ist gar kein Problem. Okay, das ist ja wichtig. Falls Fragen, bitte unten immer aufschreiben.
und beeilt euch. Danke, ciao, ciao. So, das war's eigentlich. Frage, wie findet ihr das Projekt? Ist okay, gefällt euch? Braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr Platz? Alles bitte am besten in den Kommentaren aufschreiben. Sonst, wie gesagt, ähnliche Projekte können wir und werden wir auch in Piribabu erstellen mit Grundstücken von 360 Quadratmeter. Also von daher gibt es keine Probleme, Platz genug. Und wenn man zum Beispiel mit zwei Personen oder zwei Familien bauen möchte, kann man gerne so eine Doppelhaushälfte auf jeden Fall hinstellen. Okay? Also werde ich euch weitere Videos aus unserem Kanal natürlich empfehlen, wie immer. Also auf der rechten Seite, wie immer, hier von mir aus gesehen. Von daher schaut euch die weiteren Videos an und schreibt uns gerne, falls ihr Fragen habt. Okay, mach's gut, bis dann. Und man hört, glaube ich, auch die Natur bei uns. Das ist sehr wichtig. Bis dann, mach's gut.